Hallo zusammen. So, wieder ein Onkyo, der wieder in Schutzschaltung geht. Ich werde mit euch zusammen wieder mal die Fehlersuche machen und gucken, woran es liegt. Hier, mein Freund, der Komponententester, wird mir bei der Spurensuche helfen. Aber diesmal werde ich auf ein Problem stoßen. Das kann ich schon mal verraten. Und zwar werde ich auf einen Transistor stoßen, den es nicht mehr gibt. Das ist ein häufiges Problem bei alten Verstärkern, wo so ein Transistor mal abgekündigt ist oder einfach schwer erhältlich ist. Wie ich das Problem löse, zeige ich euch gleich. Die Reparatur mache ich dieses Mal im Schnelldurchlauf, weil das eine ähnliche Reparatur ist wie bei meinem letzten Video. Ich blende es oben ein. Auch hier, ähnlicher Fall, wenn es auch ein anderer Verstärker ist. Das ist jetzt hier ein Onkyo TXNR636. Aber auch hier ist es so, dass die Leistungstransistoren alle in Ordnung sind. Das ist das Erste, was ich grundsätzlich messe, sind die Leistungstransistoren in Ordnung, weil das die Hauptursache dafür ist, dass ein Verstärker in Schutzschaltung geht. Diese Leistungstransistoren sind alle in Ordnung. Hier ist das sehr komfortabel, dass die Vorstufe komplett auf dieser vertikalen Platine verbaut ist. Das heißt, wir können diese Platine herausnehmen und den Fehler suchen. Um den Fehler einzukreisen, messe ich die Emitterwiderstände ab. Auch das habe ich in meinem letzten Video erklärt. Hier mache ich das so, dass ich da an einen dieser Kontakte der Ruhestromeinstellungen mit dem Multimeter gegen Masse messe. Ich messe überall 0 Volt bis auf den Kanal rechts, Front rechts. Da habe ich minus 30 Volt oder sowas gemessen. Also das ist sehr auffällig, das heißt, das Problem befindet sich auf diesem Kanal. Also Prozedere immer gleich. Wenn er einschaltet, grundsätzlich einschaltet, dann scheint das Netzteil ja erstmal zu funktionieren. Dann fließt ein hoher Strom. Der hohe Strom wird verursacht durch defekte Leistungstransistoren. Wenn die Leistungstransistoren aber nicht defekt sind, denn es ist die Vorstufe, die dafür sorgt, dass beide Leistungstransistoren gleichzeitig durchschalten. So, und das nur zur Einleitung. Ich gehe dann jetzt über zum nächsten Schritt, direkt zur Fehlersuche an dieser Platine. So, und auch hier mache ich es kurz, weil ich es bei den letzten Videos ja schon mal gezeigt hatte, wie es funktioniert. Ich teste alle Halbleiter mit dem Komponententester ab und vergleiche sie mit anderen Kanälen. Auf diesem Bild ist der defekte Kanal rechts. Ich habe alle Transistoren überprüft und einen auffälligen Transistor gefunden. Das ist dieser hier. Der misst sich in der Schaltung etwas krumm. Und ich habe ihn mal direkt ausgelötet und werde gleich mal am Komponententester den ausgelöteten Transistor, der hier rechts im Bild ist, vergleichen mit dem funktionierenden Transistor, der hier links im Bild ist. So, auf der Basis-Kollektorstrecke messe ich beim heilen Transistor diesen Verlauf, der in Ordnung ist. Und den gleichen Verlauf messe ich auch beim auffälligen Transistor. Zwischen Basis-Emitter messe ich folgendes. Beim heilen Transistor sieht die Messung so aus. Und beim defekten Transistor sieht die Messkurve so aus. Und man sieht schon, dass in Sperrrichtung ein auffälliges Verhalten zu sehen ist. Auffällig wird das Problem aber auf der Kollektor-Emitter-Strecke. Bei einem heilen Transistor sollte es so aussehen, nämlich er sollte komplett sperren. Und beim defekten Transistor, ganz klar, er sperrt nicht. Und das ist genau unser Problem. So, noch eine ganz schnelle Analyse. Der Transistor ist betroffen, der schaltet ständig durch und sperrt nicht mehr. Da sorgt er dafür, dass diese Transistoren dauerhaft durchgeschaltet werden. Diese Transistoren wiederum schalten diesen Transistor dauerhaft durch. Und dieser Transistor schaltet den Leistungstransistor durch. Darum messen wir die 30 Volt an den Emitterwiderständen. Somit wird die Reparatur des Verstärkers recht einfach. Wir tauschen den Transistor aus und
Der Verstärker geht wieder. Aber wie ich schon im Video angekündigt habe, ist das Problem nicht so einfach lösbar, denn es handelt sich bei diesem Transistor um den Typen INA6006 AP1. Ja, das Problem ist, wenn man nach diesem Transistor sucht, kann man lange suchen. Den kriegt man so nicht, außer aus windigen Quellen, eBay, AliExpress oder sonst wo, wo man nicht weiß, ob man Fake-Transistoren erhält oder nicht. Ja, großes Problem. Was macht man zunächst, wenn man einen, ja, Vergleichstypen sucht? Ich gehe da in der Regel auf alltransistors.com oder es gibt auch andere Vergleichsportale. So, und dann sucht man nach dem Transistor und eigentlich macht auch alles von alleine. Die wesentlichen Parameter werden eingetragen und das ist das Ergebnis. Ja, super. Transistoren, die zwar technisch passen, aber die man genauso wenig bekommen kann. Also ich habe mal geguckt, gibt's nicht. So, und aus meiner Verzweiflung heraus bin ich auf folgende Idee gekommen und die wollte ich mit euch teilen, weil das dürfte eigentlich auch für alle anderen Verstärker, die es so gibt, funktionieren. Der Ansatz ist ganz simpel: Wenn ein neuer Verstärker, in diesem Fall der 636, der jetzt ja nicht mehr neu ist, aber damals ja mal irgendwann neu war, neu entwickelt wird, dann setzen sich die Entwickler ja nicht hin und machen alles neu, sondern die nehmen sich ja die alte Schaltung und verbessern diese. So gab es vorher den TXNR626 und davor den TXNR616. Und ich habe mir mal die ganzen Schaltungen angeguckt, wie die sich im Laufe der Generationen verändert haben. Nämlich gar nicht, bis auf die Auswahl der Transistoren. Selbst die Vorwiderstände zu allen Transistoren sind immer gleich geblieben. Das ist der 636, das ist der 626 und das ist der 616. So, und da sehe ich auch schon die Lösung meines Problems. Der INA 6006 hat den 2SA 1200 Y abgelöst aus der Vorgängerserie. Den kann man sogar noch bekommen. Und der 2SA 1200Y, das war ein SMD-Transistor, hatte aus der Serie zuvor den 2SA 949Y abgelöst. Das war noch so ein ja, älterer Transistor. Auch der ist heute noch erhältlich. Da ich in meiner Schublade jetzt noch geguckt hatte, den 2SA 1200 habe ich gerade nicht da, aber den 2SA 949, den habe ich da. Dann schaue ich doch mal, ob der von den Parametern her passen könnte. So, und worauf achte ich hier am meisten? Wichtig ist der VCEO. Das ist quasi die maximale Spannung, die am Transistor anliegen kann, bevor er durchbricht. 150 Volt, das passt. Der Kollektorstrom ist hier etwas geringer bei dem SA949, da aber ja die identische Beschaltung bei dem Verstärker gegeben war, gehe ich davon aus, dass dieser Strom in der Höhe, die der neue Transistor hat, sowieso nicht erreicht wird. Also muss der gepasst haben. Was ist sonst noch interessant? VEBO, das ist die offene Emitter-Basisspannung. Natürlich der HFE-Wert, das ist der Verstärkungsfaktor, die Stromverstärkung, ganz wichtig, passt auch soweit. Und damit sieht das ja im groben Überblick eigentlich recht gut aus. Da ich ja beide Transistoren da habe, kann ich sie auch mal schnell im Transistortester fix vergleichen. Die Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung ist sogar größer als im Datenblatt angegeben, mit knapp 250 Volt bei beiden Transistoren. Die HFE-Werte passen auch und sind im Rahmen des Datenblatts. Und auch die Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung sieht bei beiden Transistoren gut aus.
Und vielleicht noch ergänzend, beim defekten Transistor ist der VCEO, also die Durchbruchspannung, bei nur einem Volt. Also bleibt jetzt nur noch eins, Transistor einbauen und probieren, ob es funktioniert. So, der Verstärker funktioniert wieder. Ich muss die Ruheströme noch einstellen. Da sieht man den Transistor. Alles funktioniert soweit einwandfrei. So, der Verstärker läuft wieder. Ihr seht, es gibt jetzt häufiger Videos. Darum abonniert diesen Kanal, macht die Glocke an, dann verpasst ihr nichts. Was so kommt, habe ich schon beim letzten Mal erzählt. Der Verstärker hat sich jetzt reingeschoben. Und mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Also, bis bald und tschüss.